Jo, was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Oh, was ist denn hier, Digga? Da war aber echt. Sieht ihr richtig Digga. Digga, das war nicht abgesprochen, Bruder. Nein, Mann, das war halt wirklich. Heute habe ich wieder eine kleine Kombination mitgebracht, Freunde. Das Ding ist halt, ich kann mit meinem Arm ja immer jetzt noch nicht hart schlagen. Ich darf halt nur Schattenboxen machen. Deswegen, so locker einen Haken zu schlagen, ist nicht schlimm. Ich darf ihn jetzt aber nicht komplett reinschlagen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber ich will halt die Kombination gerne zeigen, weil ich die... ich will euch die Kombination aber gerne zeigen, weil ich die mega fresh finde. Das ist eine Kombi, die habe ich aus Holland mitgenommen. Die hat uns Niki gezeigt, als er das Training gegeben hat. Und ja, die finde ich ganz fresh, deswegen wollte ich sie euch zeigen. Hamburg! Das ist eine Kombination, die startet in der Halbdistanz. Wir schlagen jetzt als erstes einen rechten Aufwärtshaken und einen linken Haken. Ich habe den rechten Aufwärtshaken schon mal in einem Tutorial erklärt. Schaut euch das Video gerne an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Linken Haken habe ich jetzt noch nicht in einem Tutorial erklärt, aber den rechten Haken, und das ist ziemlich ähnlich. Wichtig ist jetzt Folgendes. Ich schlage den rechten Aufwärtshaken, wupp, hab die linke am Kinn. Schlag den linken Haken, hab die rechte am Kinn. Ja? Also wir machen es jetzt nochmal von ein bisschen weiter weg, Freunde, weil sonst sieht man das mit dem Step nicht so gut. Also, ich schlage den rechten Aufwärtshaken und den linken Haken. Wupp, wupp. Jetzt gehe ich mit dem rechten Bein einen Schritt zurück und schau mal, meine Schulter ist ja nach vorne. Ich muss ja die Schulter vom Haken wieder zurückbringen. Und das mache ich gleichzeitig, während ich den Step mache. Wupp. Ja? Das heißt, ich gehe mit dem rechten Bein nach hinten und ziehe dabei die linke Schulter wieder zurück. Und zieh dann das linke Bein hinterher. Das ist eigentlich gleichzeitig. Also die erste Bewegung ist wupp, ja, Step und die Schulter wieder nach hinten ziehen. Weil normalerweise, wenn ich jetzt keinen Step machen würde, würde ich ja so machen. Eins, zwei und zurück. Und genau das gleiche mache ich jetzt auch, nur dass ich dabei einen Step mache. Eins, zwei und zurück. Und dann ziehe ich das linke Bein halt noch hinterher. Okay, rechtes Bein geht zuerst, danach das linke. Das heißt, eins, zwei, wupp. Ja, jetzt stehe ich hier und das ist so eine Sache, schaut mal, wenn ich eine Kombination geschlagen habe und ich schlage jetzt hier am Mann einfach in irgendeine Kombination und dann komme ich rechter aufwärts, linker Haken und ich gehe einen Step zurück, denkt er, ich bin fertig, das heißt, er würde vielleicht einen kleinen Step nach vorne gehen, genau. In dem Moment, wo er nach vorne kommt, fange ich ihn ab mit einem langen linken Haken, schaut mal, das ist kein linker Haken, wo ich die Schulter jetzt hier eindrehe und ihn dann von hier schlage. Dieser Haken hätte mehr Power, aber dauert zu lange, das heißt, ich schlage ihn eigentlich nur aus dem Arm, wupp, bis hier, schaut mal, ich drehe so ein bisschen meine Hüfte ein. Wupp, wupp, damit ich direkt die rechte Gerade schlagen kann. Ich stoppe ihn, wupp, komm direkt mit der rechten Geraden, dreh bei der rechten Geraden komplett die Schulter ein, komplett die Hüfte und mein Bein mit ein. Ja, vorne hier mache ich dann Wechselschritt und komme mit dem linken Kick zum Körper. Wupp. Das ist die Kombi. Er kommt auf mich zu, ich fange ihn mit einem langen linken Haken ab. Ja, der ist nur, damit er unterbrochen wird und um die rechte gerade vorzubereiten. Weil schaut mal, was passiert. Wenn ich hier stehe und ich schlage einen langen linken Haken, wupp, dann geht meine rechte Schulter nach hinten. Das heißt, ich kann von hier wupp, komplett die rechte abziehen. Ich schiebe ihn hier genau dahin, wo ich ihn haben will, komme dann mit der rechten Geraden, mache dann den Wechselschritt und kick zum Körper. Okay? Deswegen ist es wichtig, dass ihr auch in den linken Haken nicht so viel Power legt. Der ist nur für die rechte zum Vorbereiten. Damit ich meinen Gegner dahin schiebe, wo ich ihn hinhaben will und ihm dann die rechte in sein Gesicht platziere. Ja. Haut ihm das Ding einfach komplett in die Fresse und dann, also das Ding, pass auf, das Ding, Digga, ich brauche nicht auf intellektuell tun, weißt du, ich schaff's sowieso nicht, den krieg ich mal platzieren. Ja, Digga. Oh, das ist ja bildungssprachlich hier. Digga, ja, das klingt komplett gay, wenn ich das sage, Digga. Oh, mir ist auch kein Wort eigentlich, was sagt man denn in sein Gesicht? Drücke, Digga, klingt auch hart, ey. Und dann drücken wir unsere Faust in sein Gesicht. Die ganze Kombination machen wir jetzt nochmal ein bisschen schneller. Wichtig ist es, dass ihr immer eine Hand am Kinn lasst. Und schaut mal, das Ding ist einfach auch, es ist, ihr könnt ruhig vorher auch irgendeine andere Kombination schlagen. Links, rechts, Leber und auf einmal komme ich. Rechter aufwärts, linker Haken und dann kommt die Kombi. Ihr könnt, also wisst ihr, was ich meine? Ihr könnt also vor dieser Kombi noch andere Sachen schlagen oder ihr schlagt halt nur diese Kombi. Das ist euch überlassen. Wichtig ist, dass ihr jetzt bei den ersten Schlägen und auch danach die Hände schon umlasst und dass ihr die Schulter mit eindreht. Ich zeige euch das Ganze jetzt noch mal ein bisschen schneller. Also, rechts, links, Step zurück, wupp, wupp, wupp. Okay, und bei der rechten ein bisschen mehr die Schulter eindrehen, als ich das gerade gemacht habe. Nochmal. Wie gesagt, ich muss ein bisschen locker schlagen. Rechts, links, Step zurück, eins, zwei, bumm. Ja, Körperkicks habe ich auch separat in dem Video erklärt. Schaut euch das auf jeden Fall an. Achtet drauf, man neigt dazu, wenn man die Kombi zu schnell macht, dass man die rechte gerade nicht ganz durchdrückt, weil man ja auch ein bisschen Zeit verliert. Lasst euch diese Zeit, lasst euch diese taktische Pause, das ist ab und zu auch mal ganz schlau, die taktische Pause zu machen,
um auch dem Gegner die Möglichkeit zu geben, wieder zu reagieren. Wenn ihr den nur zuballert, macht er die ganze Zeit dich. Haut ihm aber die Rechte und habt dann eine kurze Pause für den Wechselschritt. Guckt er vielleicht, ist vielleicht offen und kriegt den Kick zum Körper. Das heißt, schlagt ihm die Rechte komplett rein und selbst wenn es dann eine Sekunde länger dauert mit dem Wechselschritt, ist es nicht schlimm. Also variiert das, ne? Ab und zu würde ich euch empfehlen, die Rechte zu schlagen und direkt schnell den Wechselschritt zu machen. Dann schlagt ihr die Rechte nicht ganz lang. Ab und zu würde ich die Rechte aber komplett durchschlagen. Dann dauert das ein bisschen länger mit dem Wechselschritt, aber er ist viel härter. Den Haken zum Abfangen machst und zum in die Position schieben, dass es dann sinnvoll ist, auf jeden Fall die Rechte halt voll durchzuhauen, weil du ihn dann schon in Position gebracht hast. Guck mal Leute, Ryan Duke hatte gerade nochmal eine ganz coole Idee. Er hat gesagt, wenn ihr mit dem linken Haken schon in die Position bringt, wo ihr ihn haben wollt, dann ist es schon sinnvoll, auch die Rechte durchzuziehen. Ne? Und da hat er auf jeden Fall recht, weil wenn ich ihn genau da habe und ich kann die Rechte komplett durchziehen, das ist ja im Kampf, passiert das nicht ganz so häufig, dass ich ihn genau da habe, wo ich ihn haben will. Deswegen, wenn ihr das merkt, zieht natürlich die Rechte komplett durch. Es gibt halt einfach nur die Variante, dass man die Rechte ein bisschen kürzer schlägt, um den Kick schneller zu machen. Wenn ihr dann einfach mal seht, oh, er ist nicht genau da, wo ich ihn haben will, aber ich will jetzt schnell die Kombi noch zu Ende schlagen oder ich will generell eine schnellere Kombi machen, ja? Also es gibt halt da mehrere Varianten, Leute. Variiert das einfach so ein bisschen, ne? Also Leute, jetzt einmal die etwas schnellere Kombination, in Anführungszeichen, wo ich den Arm nicht ganz so krass durchstrecke, also wo ich mich nicht ganz reindrehe. Die mache ich jetzt natürlich nicht ganz so schnell, ne? Eins, zwei. Ja, ihr seht, nach der rechten kommt direkt der Wechselschritt, weil ich mich nicht zu weit reinlehne. Weil wenn ich mich ganz weit reinlehne, muss ich erstmal zurück und dann den Wechselschritt machen. Das kostet natürlich Zeit, ne? Das heißt, von hier, eins, zwei, drei. Jetzt kommt noch einmal die etwas härtere Variante, wo ich die Schulter, die Hüfte beim Schlag einfach viel mehr mit eindrehe und mich auch so ein bisschen mehr in den Schlag reinlehne, ja? Perfekt, danke. Danke. Auf hier und geht's. Ja Leute, Ryan Duke hat sich wieder zur Verfügung gestellt. Schön. Er ist immer mein Dummy bei so einer Scheiße, Mann. Eigentlich ist er ja Boxer-Freund, deswegen sind Kicks leicht ungewohnt, Freunde. Aber ich finde, er macht das richtig fresh. Also ja, normal, aber du bist ja nicht so oft getreten zu Hause, deswegen nicht so oft. Okay Leute, das waren so meine, das war die, so, wie gesagt, die Dutch-Style-Kombi aus Holland. Ich hoffe, ihr könnt davon ein bisschen was mitnehmen. Versucht das einfach so ein bisschen vielleicht mit einzubauen. Vielleicht so den einen oder anderen Tipp mitzunehmen, Freunde. Aktiviert die Glocke, check Ryan Duke aus. Und ich sage, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Nice, Digga, jetzt ist ein Video, Digga.